Was geht ab, Freunde Supporter? Willkommen zu einer weiteren grandiosen, kunterbunten Folge Fall Guys. Freunde, heute muss es soweit sein, dass ich mir den ersten Sieg hole. Ich hab's gerade so verkraftet, die letzte Folge. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich brauchte eine Pause erstmal danach, weil das war zu schmerzhaft. In meinem kleinen Herzen, in meinem kleinen Fall Guys Herzen, hat's mich wirklich zerstört. So gerade, ich war so nah an der Krone, war. Aber dieses Mal, Freunde, seid ihr dabei, wenn ich sie mir hole. Im Türenlauf geht's los. Und Freunde, dickes Dankeschön, dass ihr da wirklich so krass mitfiebert in den Kommentaren. Vielen Dank für die ganzen Bewertungen, vielen Dank für die ganze Unterstützung, für den Support eurerseits. Wie gesagt, wie immer, checkt gerne mal die Videobeschreibung ab, folgt mir gerne mal auf meinen Social-Media-Seiten, da bleibt ihr immer auf dem Laufenden. Und ja, auf jeden Fall meinen Partner Instant Gaming abchecken. Wenn ihr irgendwie günstig Games gut haben braucht, PSN gut haben, 10% sparen. Oder beim Gewinnspiel einfach mitmachen, jeden Monat aufs Neue. Und nur mein Tipp an euch, ja, unter uns, gebt was Teures an. Ja, da haben, ich kann es immer noch nicht fassen, dass da letzten Monat jemand Dead by Daylight sich ausgewählt hat für 5 Euro, anstatt sich 50 Euro PSN-Guthaben oder irgendwas zu nehmen. Also, so, Türenlauf ist safe, Freunde, haben wir jetzt 1000 Mal gesehen. Ich bin ein Profi darin. Siehste, guck mal hier, auch ein neues Outfit, damit ich ein bisschen getarnt bin. Ich sehe aus wie so ein kleines Ei, denn ich versuche aus diesem Ei phönixmäßig zu erscheinen, aus der Asche mäßig, egal, was rede ich da schon wieder? Stimmt, der Phönix kommt aus der Asche und das kleine Küken-Sorb versucht endlich groß zu werden, ne? Und dementsprechend hole ich mir jetzt einfach mal hier den ersten Platz. Ihr kleinen Loser! Es liegt einfach am Outfit. Es ist einfach so. Ja? Ich muss mich einfach gebührend meinem Status anziehen und das ist halt einfach immer noch Noob. Das sind alles Profis, ihr seht die Kostüme. Wahrscheinlich selber zusammengebaut, Cosplay-mäßig haben die sich das wahrscheinlich zusammengespart hier. Und ja, so sieht's aus. Einfach mal die erste Runde komplett gewonnen. Easy, locker, souverän. Und der Rest kann gehen. Standard. Nebenbei noch ein paar geile Sprüche raushauen. So kennt man mich, Freunde. So liebt man mich, oder? Oder, Freunde? Was kommt als nächstes? Zeig's mir. Einfach, ich bin auf alles vorbereitet diesmal. Diesmal wird der Sieg geholt. Und wenn nicht, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Ich sag's euch so, wie es ist. Dann muss ich wahrscheinlich wirklich ins Trainingslager gehen. Monate, wochenlang trainieren. Bis ich dann mit dem nächsten Video komme. Und dann interessiert das Spiel wahrscheinlich keine Sau mehr. Aber egal. Dann werde ich zeigen, dass ich der wahre Wippen-King bin. Wippen, Freunde. Nicht kippen und... Aber... ihr wisst, mit Tee und so. Genau. Also, renne, balanciere. Kein Problem, Freunde. Im echten Leben kann ich nicht 3 Schritte geradeaus laufen, aber im Videospielen bin ich ganz gut darin. Dementsprechend, die ersten 30 qualifizieren sich. Guck mal hier. Was sind das für Kostüme? Ich habe die noch nie in meinem Leben gesehen. Oh mein Gott. Kein Problem. Alles ist easy. Oh, die sind richtig motiviert. Nachdem sie gesehen haben, wie ich sie abgezogen habe, sind die richtig motiviert hier, Alter. Die geben echt alles. Ja, steh doch auf! Hast du einen Schwächeanfall oder was? Oh Gott. Nein. Komm, drück uns runter. Blauer, drück uns runter. Oh Gott. Ja, geschafft. So muss es sein, Alter. Immer weiter, motivierend. Ziel fokussierend. Oh, ich habe mich gerade noch so gerettet. Alter, war das knapp. Knappe Kiste, Alter. Nein. Komm runter. Blau. Was machst du? Geh weg, Ententyp, Alter. Guck mal hier, jetzt schon... was ist das? Ist das Donald Duck, Alter? Komm. Alles ist gut. Die größten Idioten sind ja die, die vor den Zielen warten und so cool tun, weißt du? Nur weil sie durch Glück und Zufall da reingestolpert sind, warten sie da vorne und tun so, als wären sie die coolen Boys, Alter. Die habe ich ja jetzt schon gefressen in dem Game, ne? Mann. Oh mein Gott, was ist das? Das kann ja wohl nicht wahr sein, was ist das? Was ist das für eine Scheiße? Oh Gott, wie der Ronald gesehen, wie der abgestürzt ist, die arme Sau. Richtig motiviert gelaufen, Alter, und dann stürzt er einfach voll ab. Oh, die Chance muss ich nutzen. Alles ist gut, hier nehme ich den Weg, Das ist doch ein Scherz, Alter, ein schlechter Scherz. Egal, ich bin dabei, alles ist gut. Geh weg, Idiot. Oh mein Gott, Alter, das ist so... Ach, das nimmt einen mit, Mann. Das ist ja unfassbar. Das ist irgendwie... Ich find's... Also wie gesagt, ich persönlich, so Shooter... Battle Royale ist langsam genug. Für mich persönlich. Aber solche Games gerne öfter sowas, ja. Ein bisschen was Ausgefallenes. Jede Runde aufs Neue ist der Kick dabei, so.
ob du schaffst oder nicht, ob du ausscheidest oder dabei bist, dich qualifizierst. Und bei den Battle Royale Shooter Games geht es meistens erst so richtig spannend zur Sache, wenn du Top 10 bist oder sowas. Obwohl, was erzähle ich da? In welchem Battle Royale Shooter Game war ich jemals Top 10? In jedem! Genau, richtig, ihr habt es richtig erfasst. Exakt, in jedem. Okay, das perfekte Paar. Gut, wie schon erzählt, Kindergarten-Weltmeister in Memory. Ich kenne sie alle. Ich habe es alle besiegt. Ich habe alle besiegt. Ich habe alle Bilder gesehen. Ich habe alle Bilder aufgedeckt. Ich habe alle Paare gefunden. Ich bin quasi Hitch-Sorb, der Date-Doktor. Also hier haben wir die Melone. Neben uns haben wir die Traube wahrscheinlich. Wahrscheinlich die Traube. Die Kirche. Gut. Na, was willst du von uns? Ich stehe richtig. Wer jetzt schon runterfällt, ist ein Loser. Die arme Dose, Alter. Das kommt davon. Das kommt davon. Guck mal, das sind Pro-Gamer, die wahrscheinlich schon von Red Bull gesponsert sind hier in dem Game. Und ich muss gegen die antreten. So, Kirche. Orange. Und Melone von mir. Geh doch weg, hör auf mich zu stressen, Alter. Und? Kirche war hier links. Oh mein Gott, ich hab immer Schiss, wenn ich da rüber springe und dann falle, wa? Hier, Loser, wie viele da runtergefallen sind. Apfel. Geh doch weg, Junge, du scheiß Taube, Alter. Ich hasse dich so krass. Aggressionen sind am Start. Also, Melone. Apfel, Traube, Kirche. Melone. Wo war Banane? Ich weiß es nicht. Geh doch weg! Oh Gott, Alter, wie knapp. Er hat mich blockiert. Ich raste gleich. Ich raste komplett aus mit dem Game. Es ist ja unfassbar. In welchem Game war ich jemals so emotional? Ich habe mich schon fallen sehen. Oh Gott, ich habe mich schon fallen sehen. Oh Gott. Ich muss mich ein bisschen beruhigen. Ich habe mich schon fallen sehen. Ich hätte den aufgesucht, ohne Scheiß. Ich hätte zurückgespult, seine Online-ID herausgefunden und den keine Ahnung was gemacht. Alter Junge, hat er mich abgefuckt. Der hat mich blockiert. Ich habe die Banane gar nicht gesehen. Ich habe sie einfach gespürt. Quasi gespürt, aber nicht im Arsch. Ist klar. Ist klar, Freunde. Zähnschwitzen, haben wir das wieder, ja? Wollt ihr mich wieder runterwerfen, wie in der letzten Folge, ja? Kurz vorm Ziel. Mich einfach in den Abgrund werfen. In den Abgrundstoß, klar. Ja, die denken auch, wir sind hier am Feuerberg, Alter, in Herr der Ringe. Und ich klaue denen gerade den Ring. So haben sie mich runtergestoßen. Ich klaue denen nicht den Ring, ich bin der King. So sieht's nämlich aus. Ich spür's nämlich direkt, hier ist der Weg. Oh, okay, alles klar. Man kann ja auch mal ein bisschen was riskieren. Oh Gott, warum habe ich das getan? Komm. Oh mein Gott, sind da viele am Start. Der hat riskiert, der eine. Der hat riskiert. Ich versuche die runterzuziehen, Alter. Anders geht's nicht. Wir müssen die runterstoßen, Jungs. Was hat der für ein geiles Endkostüm, Alter? Was ist das? Das will ich auch haben. Oh Gott. Ja! Oh mein Gott, wie knapp! Alter, ich bin am Start! Oh Gott, jetzt kommt Finalrunde, glaube ich, oder? Kommt jetzt Finalrunde wieder? Ey, wenn ich jetzt verliere, wa? Ey, wenn ich jetzt verliere, ich halte das nicht aus. Oh, bitte nicht. Ey, was hat der für eine geile... Was hat der für ein geiles Entenkostüm? Sieht voll nice aus, das will ich auch haben. Da muss man wahrscheinlich 3 Wochen durchgehen, zocken, oder? Oh Gott, jetzt kommt Finalrunde, glaube ich. Nein, kommt es nicht. Was ist das? Erzielt Tore, indem ihr Bälle ins gegnerische Tor befördert. Arbeitet zusammen. Teamspiel! Als vorletztes Spiel oder was? Teamspiel! Oh Gott, nee. Hä? Wir sind doch Was ist denn das für ein. Hä? 5 gegen 4 oder was? Was ist das für eine unfaire Scheiße? Ich bin auch noch im. Aha! Ich bin auch noch im Team, was einen Mann weniger hat oder was? Egal. Kein Problem. Ich hab's Fußball studiert, Junge. Ich hab's damals praktiziert. Auf dem Bolzplatz. Immer auf dem harten Platz, ja? Nicht hier Rasen oder sowas. Oder so. Nee, auf dem Bolzplatz. Beton, Junge, Beton. Was ist hier los, du Idiotenkind, Mann? Was macht der denn? Was macht mein Typ in meinem Team? Oh Gott, Alter. Ich hab gar keinen Bock auf diese Teamspiele, wa? Das war gut, das war gut. Gut gemacht. Kriegst du Lob? Koffer! Da muss doch jemand stehen, da muss doch jemand stehen, Mensch. Oh Gott, Alter. Habt ihr denn nichts gelernt? Habt ihr denn nichts gelernt? Oh, komm, hier, faul, böses Faul. Da muss doch jemand stehen. Alter, was will der? Ey, der das gibt's doch nicht, Alter. Teamspiele. Was will der von mir? Wieder mich verfolgt?
super. Jetzt muss ich snowen! Ich bin's! Zubowser! Ich bin's! Jawohl! Ich bin der Beste. Ohne mich hätte mein Team gar keine Chance. Ihr müsst ihn abwehren! Was macht der denn? Oh Gott, die Leute sind so dämlich, Alter. Ey, nee, ich hab keinen Bock mehr. Ich hab keinen Bock mehr, Alter. Ey, mein Team. Wieso führen die 7-1? Hä? Wieso führen die 7-1? Kommt es drauf an, aus welcher Entfernung du die Tore machst oder was? Wann haben die 7 Tore gemacht? Ich hab gar nichts mitbekommen. Ey, Freunde. Ey, nee. Nee, ich hab keinen Bock mehr. Die Teamspiele sind der größte Müll, Alter. Wir haben ein Tor und das ist von mir im Alleingang auch noch. Mir hat nicht mal jemand geholfen. Was ist das für eine Scheiße, Mann? Was ist das? Ja gut, wir haben verloren. Wir haben verloren. Wir sind ein Mann weniger. Was ist das für ein Blödsinn, Alter? Und nicht, weil einer gequittet ist oder sowas, sondern weil im letzten Spiel 9 weitergekommen sind. Wie kommt man darauf, dann ein Teamspiel zu machen? Hä? Das muss ich nicht verstehen, oder? Ja gut, wir haben verloren. Gut, muss man einfach sagen. Jetzt weiß ich, wie sich, ich wollte gerade sagen, jetzt weiß ich, wie sich Neymar gefühlt hat, aber ich stehe ja noch. Ich liege ja nicht auf dem Boden heulend, du kleiner Lappen. Ich wollte eigentlich sagen, wie sich Brasilien gefühlt hat. 2014. Das verstehst. Naja gut, alles klar. Kann man nichts machen. Ehrlich gesagt, bin ich natürlich ein bisschen... abgefuckt. Aber ich habe mein Bestes gegeben. Also quasi 2 Tore mitgemacht. Unfaires Teamverhältnis. Muss man eigentlich nichts mehr zu sagen. Außer Teamspiele sind doof. Geh mal raus. Ist okay. Normalerweise müsste ich jetzt richtig abgefuckt sein. Aber wenn du durch so ein Spiel verlierst und eigentlich schon wieder die beste Teamleistung gebracht hast, dann kann ich das akzeptieren. Ist in Ordnung. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr von Teamspielen haltet, die unfair ausgeglichen sind. Eine Runde vom Finale auch noch. Könnt ihr mir gerne mal reinschreiben, was ihr davon haltet, Freunde. Das war's. Checkt die Videobeschreibung ab. Wir müssen auf jeden Fall so lange spielen, bis ich den ersten Sieg hole, wa? Also mit so einer unfairen Scheiße gebe ich mich nicht zufrieden. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.